Herzlich willkommen zu unseren DokuSnap Sessions. Wir haben heute das Thema Datenschutzgrundverordnung mal wieder. Und zu Gast bei mir ist heute der Gerhard Muig von der KUFGEM. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir haben eine spezielle DokuSnap-Lösung, die wir uns heute anschauen. Was insofern interessant ist, Gerhard war eigentlich der Erste, mit dem ich im Jahr 2016 Kontakt hatte bezüglich der Datenschutzgrundverordnung. Da ging es ungefähr so los, der Hype. Und ich weiß noch genau, du hast mich einmal angerufen. Was machen wir denn als Hersteller mit der Datenschutzgrundverordnung? Wie bist du damals auf die Datenschutzgrundverordnung gekommen eigentlich? Wir haben sehr viele Gemeindekunden und der Druck unserer Kunden ist entsprechend groß geworden, dass wir uns damit auseinandersetzen wollen und müssen. Und das war eigentlich der Auslöser. Wie lange bist du schon bei der KUFGEM? Das ist eine schwierige Frage, müsste ich jetzt auf die Schnelle zusammenrechnen. Wenn ich es richtig rechne, 28 Jahre. Alle Achtung. So alt bist du noch gar nicht. Danke. Ja, gerne schön. Und was hast du vor der DSGVO alles gemacht? Also ich bin in der KUFGEM für sehr viele Themenbereiche zuständig gewesen, weil sehr häufig das so war, wenn eben neue, und das war auch mit der Datenschutzgrundverordnung so, wenn es neue Ideen, Überlegungen, Produkte gegeben hat, wo man analysieren hat wollen oder müssen, inwieweit ist das jetzt für unsere Kunden interessant und so weiter, dann ist das sehr häufig so gewesen, dass sie also diesen Aufbau übernommen haben. So auch mit DokuSnap, so eben auch mit Datenschutzgrundverordnung. Sehr häufig ist es natürlich so, dass man sich neue Dinge einfach anschaut, einfach einmal zum Schauen, ist das überhaupt im Sinne unserer Kunden oder nicht, kann man mit dem was anfangen, funktioniert das so, wie man sich es vorstellt. Und ich bin zum Beispiel derzeit immer noch für Microsoft Lizenzrecht zuständig. Ja. Also für den Fall solltet ihr mal eine Lizenzprüfung haben. Genau, es passt ja sehr gut zusammen. Das ist auch ein Thema, das keiner haben will. Ja, genau, das ist richtig. So gesehen. Aber das ist ja das Interessante und das Schöne, es entwickelt sich. Ja. Das gehört auch zu einem Unternehmen dazu, dass also immer wieder neue Dinge angegriffen werden und man einfach analysiert und schaut, was ist das? Wie gut ist das? Was bringt uns das? Was bringt unseren Kunden das? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Jetzt eigentlich zum DSGVO. Wie put the DS in DSGVO. Was macht ihr mit DokuSnap für die Datenschutzgrundverordnung? Die Überlegung war eben, dass wir bei so vielen Kunden, die wir eben im Datenschutz betreuen dürfen, wird eine Dokumentation im Sinne von individueller Dokumentation enorm aufwendig. Mhm. Wir haben ja die Herausforderung, dass es auf der einen Seite natürlich sehr gut beleuchtet sein soll, dass eben am Ende des Tages der Kunde eine Unterlage bekommt, wo seine Vorgehensweise im Sinne von Verarbeitung von Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes passiert. Und wenn er das jetzt nicht mündlich machen möchte, was in vielen Bereichen sehr schwierig ist, wird er eine Dokumentation brauchen. Mhm. Und wir haben uns überlegt, oder beziehungsweise wir glauben, dass eben diese Datenschutzgrundverordnung aus im Wesentlichen drei Teilen besteht. Das ist eben natürlich die IT. Mhm. Das war ja auch der Auslöser, warum wir auf DokuSnap gekommen sind, dass wir eben eine Übersicht der verwendeten und eingesetzten IT bekommen. Der zweite Teil, den wir glauben, der eben in der Datenschutzgrundverordnung berührt ist, sind eben dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das ist ein sehr sperriges Wort. Im Wesentlichen geht es nur darum, dass ich beschreibe und erkläre, warum und wie in Programmen oder Listen personenbezogene Daten verarbeitet werden, was eben die gesetzliche Grundlage dafür ist, dass ich das tue, dass ich einen Zweck habe, dass ich das auch bestätige, dass der Kunde mir das zugesagt hat, dass ich das tun darf und auch welche Art von personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Und wenn ich sie an dritte Stellen weitergebe, muss ich das natürlich auch in diesen Verzeichnissen beschreiben. Mhm. Es liegt, glaube ich, in jedem, wenn man selbst über sich nachdenkt und man würde erfahren, dass eine dritte Stelle Daten von mir verarbeitet, dann ist natürlich die erste Frage immer das, warum machst du das? Mhm. Was tust du damit? Mhm. Und genau das ist eigentlich das, was in diesen Beschreibungen eigentlich getan wird. Mhm. Da wird eben erklärt, warum ich das mache und was ich damit tue. Mhm. Natürlich ist dann auch die Frage, ja, welche Daten verarbeitest du? Auch das wird natürlich beleuchtet. Und so gesehen finde ich das nicht schlecht. Es ist mühsam, klar, weil man teilweise sehr viele Datenquellen hat. Und man sollte schon seine Datenquellen durchleuchten, weil man sehr häufig natürlich feststellt, dass man Daten und Informationen hat. Die hat man seit vielen, vielen Jahren. In Wahrheit weiß man gar nicht, warum man die hat. Und im Sinne des Datenschutzgesetzes, wenn ich also keine Bestätigung oder eine Erlaubnis habe von der jeweiligen betroffenen Person, dann habe ich das zu löschen. Mhm. Und das ist jetzt auch eine gute Möglichkeit, so quasi eine Dateninventur durchzuführen. Mhm. Und alles das, wo ich mir immer sicher bin, wozu ich das eigentlich habe und wozu ich das eigentlich benötige, ist zu löschen, eindeutig. Mhm. Der dritte Teil im Sinne des Datenschutzgesetzes, den wir auch über DokuSnap dann schlussendlich abbilden, ist die organisatorische Ausrichtung. Mhm.
Es geht nicht nur um die Verarbeitung der Daten in verschiedenen Programmen, sondern es geht auch darum, wie die Organisation mit eben Unterlagen, Informationen im Haus umgeht. Sind das die TOMs? Das sind eigentlich, das sind diese technisch-organisatorischen Maßnahmen. Da geht es eben speziell, die technischen Maßnahmen werden ja im DocuSnap abgebildet. Ja. Die organisatorischen Maßnahmen versuchen wir abzubilden oder beziehungsweise dem Kunden zu unterstützen im Sinne von einem Fragebogen und auch im Sinne von einer von einem Vor-Ort-Besuch, wo wir uns gemeinsam mit den Kunden dann Dinge eben anschauen und versuchen, das organisatorisch anders zu regeln, dass der Mitarbeiter immer noch arbeiten kann, so wie er es gewohnt ist, dass aber trotzdem die Vertraulichkeit von Daten und Informationen gewährt ist. Das ist natürlich auch ganz praktisch, weil ihr kennt euch ja aus, also ihr könnt ja bestimmt auch ganz gute, sag ich mal, ganz gute Dienste leisten und beraten und den Leuten auch helfen, wie ist denn was zu machen, wie machen wir es vielleicht bei anderen Gemeinden, wie kommen wir damit klar? Das ist genau der Punkt, dass wir natürlich dadurch, dass wir sehr viele Gemeinden betreuen, die Erfahrungen, die eben andere Gemeinden gemacht haben oder Regelungen, wie eben andere Gemeinden das lösen, anderen Kunden zur Verfügung stellen können und einfach sagen können, die Gemeinde X hat das so und so gelöst, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für dich. Natürlich X wegen Datenschutz. Ja. Natürlich. Ja. Also so gesehen ja. Es ist natürlich auch so, dass wenn ein unter Anführungszeichen Ortsfremder sich das vor Ort dann anschaut, fällt einem natürlich mehr auf, als wie etwas, wo ich tagtäglich durch das Haus gehe und ich bin natürlich bis zu einem gewissen Grad betriebsblind. Was besonders wichtig ist, ist aber schon noch, also Datenschutz ist wichtig, aber trotzdem, die Mitarbeiter müssen immer noch arbeiten können. Ja, klar. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung. Das heißt also, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und verschiedene Unterlagen für meine Arbeit benötige, ja natürlich darf ich diese Unterlagen haben und natürlich darf ich diese Unterlagen am Schreibtisch liegen haben. Es geht gar nicht anders. Aber es geht halt auch darum, zu diesen organisatorischen Maßnahmen, dass eben am Abend, wenn ich also meinen Schreibtisch dann wieder verlasse, dass ich dann sehr wohl das Zeug dann wegräume und dann eben auch für etwaige Reinigungskräfte, dass das eben nicht mehr so offensichtlich ist. Oder wenn ich überhaupt den Raum verlasse, ja, dass eben das dann auch sichergestellt ist, dass eben sensible Daten oder Informationen eben nicht einfach für jedermann, der zufälligerweise vorbeikommt, einsichtig ist. Das sind manchmal sehr, wie soll ich sagen, offensichtliche Sachen, so wie eben Unterlagen am Schreibtisch. Manchmal sind Sachen, die man eigentlich so im ersten Ansatz, an die man gar nicht denkt. Das sind sehr häufig so zentrale Drucker. Sind im Sinne des Datenschutzgesetzes ein sehr großes Problem. Ja, weil wenn man daran denkt, jeder druckt auf diesen Drucker auf, und damit sieht aber auch jeder, der zufälligerweise bei dem Drucker vorbeigeht, Informationen und Daten, die ausgedruckt sind. Gleichzeitig und dann steht der eine und sieht, was der andere. Also da stehen dann mehrere Personen vor diesem Drucker und unter Umständen beim Aussortieren der Unterlagen, wer jetzt welcher Druckjob da benötigt und so weiter, sieht man aber dann Sachen, für die man eigentlich gar nicht zuständig ist oder für die man auch im Sinne des Datenschutzgesetzes das gar nicht sehen darf. Auszüge aus dem Strafregister zum Beispiel, ist ja ein ganz schön abgefahrener Fall eigentlich. Ne? Lohnverrechnung, ja, Lohnzettel, wenn also ein Unternehmen selber oder eine Gemeinde selber dann die Lohnverrechnung macht und die Lohnzettel für sich dann entsprechend ausdruckt, glaube ich, da versteht das jeder, dass das nicht ganz so toll ist, wenn also jeder, der zufälligerweise an diesem Drucker vorbeigeht, dann diese Lohnzettel einsehen kann, zufälligerweise. Das sind auch ganz schön sensible Daten eigentlich. Also man denkt immer so, die Gemeinden sind ja per se, sind Institutionen, sind harmlos. Aber jetzt, wenn man darüber spricht und das eigentlich auch so betrachtet, dann ist natürlich eigentlich alles, was einen irgendwie so, sag ich mal, im Privatesten da betrifft, geht mitunter durch die Gemeinde dann. Ja, ist was abgefahren. Also ja, Gemeinden haben natürlich sehr viele Daten. Sie haben auch sehr viele personenbezogene Daten, das ist schon klar. Muss aber nochmal betonen, dass die Gemeinden natürlich aufgrund von ihrer Tätigkeit und vor allem die Mitarbeiter, aufgrund von der Vertraulichkeitsvereinbarung, die jeder Mitarbeiter unterschreiben muss, wenn er praktisch bei der Gemeinde angestellt wird, schon wissen, dass sie also mit den Daten vorsichtig sein müssen, dass sie sensibel umgehen müssen. Also das ist eindeutig so. Die Menge, die natürlich eine Gemeinde verarbeitet an Informationen und Daten, ist im Vergleich zu Firmen häufig sehr viel größer, weil eine Gemeinde sehr viele verschiedene Fachbereiche hat, die sie ja bedienen muss. Und damit ist natürlich die verarbeitete Datenmenge entsprechend groß. So gesehen finde ich die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht das Schlechteste, weil es schon sehr gut ist, wenn man sich selber reflektiert und einfach nochmal schaut, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt? Wissen meine Mitarbeiter, ob der Sensibilität der Daten eigentlich Bescheid? Habe ich Nachholbedarf? Muss ich einfach nochmal daran erinnern, dass das so ist? Also so gesehen glaube ich schon, dass es zumindest ein guter Anlass ist, das zu tun und einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. So, da sehen wir DocuSnap, das kenne ich irgendwoher. Der übliche Fat-Client mit den vier Hauptpunkten, Inventar, Dokumentation, Lizenzmanagement, IT-Sicherheit. Und da sehe ich jetzt ein paar Sachen, die sind neu. Was sehe ich denn da, Gerhard?
Also man sieht jetzt im rechten Bereich, das ist eigentlich die DSGVO-Unterlage für die KufCam. Wir müssen uns natürlich gleich wie unsere Kunden vorbereiten und entsprechend ausrichten. Man sieht hier schon das endgültige Ergebnis, das endgültige Dokument mit den verschiedenen Bereichen. Man sieht, das bezieht eben die verschiedenen Teilbereiche bzw. Programme, wo wir personenbezogene Daten nutzen, mit ein. Ja. In diesem Bereich hier sieht man die verschiedenen Informationen und Teilbereiche. Ja. Und das ist jetzt genau eine Mischung aus allgemeinen Teilen, die in Wahrheit jeder Kunde hat, oder eben auch spezielle Teile, die eben nur wir haben. Weil wenn wir nochmal da auf das Ticketsystem zurückgreifen, dieses Ticketsystem nutzen natürlich nur wir und ein Teil unserer Kunden, aber keiner von diesen Gemeindekunden. Mhm. Auf dem linken Teil sieht man diesen allgemeinen Bereich. Hier werden die zentralen Dokumente von uns erfasst bzw. vorbereitet. Mhm. Das heißt, also wir können hier eine Struktur abbilden und eben das untergliedern, so wie wir es benötigen und wie es logisch zusammenpasst. Und der Vorteil ist dann, dass man individuell beim Kunden dann genau bestimmen kann, welche Teile tatsächlich für den Kunden zutreffend sein. Mhm. Wobei dieses Bestimmen bedeutet nur, dass wir eben Bereiche nur mehr anklicken muss und sagen muss, okay, der Bereich ist zutreffend. Das können wir uns vielleicht ganz kurz einmal anschauen. Ah, okay. Wenn ich da kurz Fragen stelle, also das, was wir da unten hatten, das IT-Sicherheitshandbuch auf der linken Seite unten, das ist ja quasi ein neues Objekt. Das ist reingebaut und das habt ihr hier verknüpft? Also in diesem Bereich sieht man jetzt, in diesem Editor sieht man, dass man für den jeweiligen Kunden einfach durch eine reine Auswahl mit Kapitel einschließen, alles was da jetzt ein Häkchen hat, ist eben für diesen Kunden ausgewählt und alles was eben kein Häkchen hat, ist für den Kunden eben nicht ausgewählt, weil er es einfach auch nicht hat. Mhm. Und somit kann man eigentlich über eine reine einfache Zuordnung sehr schnell einen neuen Kunden zumindest einmal mit einem Grundstock versorgen an Informationen und Dokumentation, die er halt hat. Mhm. Und so quasi seine Dokumentation jetzt einmal abbilden. Also das ist teilweise, das hängt jetzt davon ab. Man sieht, dass wir da schon relativ viel an Informationen eingebaut haben. Aber so ist natürlich dann auch, dass diese zentralen Elemente, die wir hier sehen, wenn sie dann überarbeitet oder gewartet werden müssen, eben nur mal an einer einzigen zentralen Stelle überarbeitet werden müssen und alle Kunden, denen diese zentralen Dokumente zugeordnet sind, haben dann automatisch bei der nächsten Erstellung von dieser Dokumentation dann eine korrigierte Version. Das geht dann ganz von allein. Ja. Hast du uns ein Beispiel für einen dieser Punkte zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, Videoüberwachung, kannst du das anklicken, ohne dass wir hier in die Daten grätschen? Also wir gehen jetzt da wieder auf den, weil die Videoüberwachung ist ja ein Standard, der ja praktisch für alle Kunden, die eine Videoüberwachung haben, gleichbedeutend ist. Mhm. Also hier sehen wir den Teilbereich Videoüberwachung und man sieht auch sehr schön, wie wir diese Beschreibung von dieser Videoüberwachung aufgebaut haben. Da im oberen Bereich sieht man eben den Verwendungszweck, der ja auch von der Datenschutzgrundverordnung so in der Form vorgesehen ist. Man muss ja auch sich erklären, wozu man das eigentlich verwendet und was man tut. Da sieht man dann auch die entsprechende Rechtsgrundlage. Und wenn man dann etwas weiter runter geht, die Löschfristen, Datenschutzfolgeabschätzung, ob sie notwendig ist oder nicht. Mhm. In diesem Fall ist sie notwendig im Sinne des Datenschutzgesetzes. Bei der Videoüberwachung muss eine sogenannte Folgeabschätzung durchgeführt werden. Mhm. Die Folgeabschätzung bedeutet nichts anderes, dass man so quasi gedanklich noch eine zusätzliche Runde drehen muss und sich überlegen muss, wie stelle ich sicher, dass die Daten aus der Videoüberwachung wirklich besonders geschützt sind, dass eben nur bestimmte Mitarbeiter zugreifen können, dass eben die Daten in einem eigenen Bereich gespeichert werden, auf einem eigenen Videoserver. Ja. Weil in diesem Bereich, da geht es eben bei der Videoüberwachung um den Einblick in höchstpersönliche Informationen, weil ich ja dich, wenn du jetzt am Abend nach Hause gehst oder so, möglicherweise aufnehmen und damit natürlich deine Privatsphäre entsprechend verletze, wenn man das so bezeichnen würde. Habe ich mir natürlich jetzt ein super Beispiel ausgesucht. Ne? Die Sachen wie vertragliche Vorgaben oder auch so diese Gesetzgrundlagen, ist das alles Rich Text oder sind das auch einzelne Elemente, die ergänzt werden? Also dieser Teil, den wir da jetzt sehen, das, also diese Box, wo eben dieser Text im Wesentlichen eingefügt worden ist, ist im Wesentlichen einfach eine ganz normale Rich-Text-Box, die eben die Möglichkeiten bietet, die dieses Tool einfach zur Verfügung stellt. Ja.
Das Angenehme an der ganzen Geschichte ist, wenn ein Kunde zum Beispiel diese Beschreibung selber durchführt, weil er eben sagt, ich möchte das so beschrieben haben, kann er das ganz normal in einem Word-Dokument machen. Er kann eben seine Tabellen und seine Markierungen im Sinne von Farben, Fett, er kann auch, wenn er will, seine Logos oder sonst irgendwas mit einbinden. Sehr cool. Jetzt haben wir diesen Bericht, super schön und echt beeindruckend. Was machen wir mit dem? Verschicken wir den monatlich oder generieren wir den an einem bestimmten Share zum Beispiel oder an E-Mail-Adresse wöchentlich? So wie wir das jetzt im Moment gerade sehen, wird es in unser Ticketsystem, in unser IO, also in unser Kundeninformationssystem eingebaut, sodass der Kunde jederzeit einen Zugriff hat auf diese Dokumentation. Das heißt also, ich brauche das in dem Sinn gar nicht verschicken, sondern immer dann, wenn DockerSnap im Hintergrund regelmäßig inventarisiert, wird ja auch die Information auf den letzten Stand gebracht. Und immer dann, wenn der Kunde das jetzt möchte, kann er ja über DockerSnap, über die verschiedenen Dokumentationsbereiche, einfach das aufrufen und hat damit zumindest den Stand der letzten Inventarisierung und ist so gesehen immer am neuesten Stand. Wir inventarisieren derzeit alle 14 Tage, weil wir glauben, dass das ausreichend ist. Ja. Also im schlimmsten Fall hat der Kunde eine Information, die jetzt 13 Tage alt ist. Sehr cool. Also so gesehen ist er immer am letzten Stand und was ganz wichtig ist, er braucht überhaupt nichts dazu tun, weil es passiert eigentlich im Hintergrund automatisch. Selbst wenn er neue Systeme einfügt, sprich wenn er einen neuen PC kauft und einen neuen Mitarbeiter bekommt, wird spätestens bei der nächsten Inventarisierung, wo dieses Gerät dann am System hängt, wird er wieder mit inventarisiert, da braucht man also nicht irgendwas ausscheiden oder neu bewerten oder neu hinzuhängen. Das geht ganz automatisch, was ganz wichtig ist. Sehr angenehm. Ja, also vielen Dank für die Übersicht, für das umfassende Interview auch. Super spannende Themen. Ich freue mich auch, dass wir bestimmt mal einen Folgetermin nochmal machen in der Zeit. Was ist denn dein jetziges Fazit? Wir sind eigentlich froh, dass wir uns damals für DockerSnap entschieden haben. Wie erwähnt, wir haben ja aus einem ganz anderen Beweggrund eigentlich das Produkt gewählt. In der Zusammenarbeit in den letzten 1,5 Jahren mit Itelio haben wir, glaube ich, im Sinne des Datenschutzes für unsere Kunden wirklich eine tolle Lösung entwickelt. Und so gesehen ist es wirklich eine Arbeitserleichterung für unsere Kunden und das ist eigentlich auch das Ziel. Wir sind auch sehr froh, dass wir mit euch einen sehr kompetenten und fähigen Partner haben, mit dem wir sowas umsetzen können, weil auch wir lernen ja aus diesen Sachen auch immer dazu. Das sind also zum Beispiel Sachen wie der BitLocker-Bericht, die jetzt dann ins Produkt eingeflossen sind und wir feiern solche Lösungen eigentlich immer sehr. Und deswegen vielen Dank, Gerhard, dass du heute da warst und uns Auskunft gegeben hast und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Ich weiß ja, die Gemeinden in Österreich sind exzellent dokumentiert und insofern, es geht nicht, wir hören nicht auf mit der Dokumentation. Ja. Auf keinen Fall, so machen wir's. Sehr gerne. Alles klar. Also, danke dir, Gerhard. Gerne. Super.